Da gibt's noch ein Video, das möchte ich noch mit euch angucken, ja. Leute, ohne Scheiß, ich wette, ihr feiert das. Ich wette, ihr feiert das Thema, okay? Ich wette es. Die Hot Tub Meta. Komm, seid ehrlich. Eins in den Chat, wer hat sich schon wieder freut, sehr, sehr anzügliche Videos zu sehen. Ja, ich weiß ganz genau, ihr geiert eigentlich, aber ihr wollt es nicht zugeben, ist ja in Ordnung. Hot Tub Streams. Pool Streams. Pool Streams. Oh. Jesus. Oh. Hot Tub Streams. Hot Tub Streams. Hot Tub Stream. Get this trash off the front page. Kleine Fische, kleine Hole. Machst dich nach für einen Verbius in deiner Show. Zeig dein Booty, zeig die Tipps für einen Sub. Jetzt bist du ohne all dein Make-up nichts getan. Alter, bei den Subs, die bekommen, no joke, da würde ich auch blank ziehen. Da hätte ich gar kein Problem. Alter, wirklich. Ich würde ein Jahr lang komplett die ganze Zeit nur blank ziehen, würde ich die Subs bekommen, die bekommen. Oh, scheiße. Das Ding ist halt wirklich, bei diesen Hot-Hub-Streams, das ist ja das Wahnsinnige. Die machen teilweise in einem Stream 1000 Subs, ne? Und das ist für die normal, 1000 Subs in einem Stream zu bekommen. Da spenden Leute innerhalb von einem Tag 200 Subs, nur damit die auf dem Körper von der Person stehen. Also wie wenig Aufmerksamkeit muss eine Person haben, um so zu sein? Es ist so, das ist geisteskrank. Genau, ach so viel ja, wie ich in drei Monaten. Genau. Wir mögen sie doch alle. Lüge. Naja, aber zumindest habe ich bis vor kurzer Zeit zu der Art von Leuten gehört, die sagen konnten, ja gut, ich klicke halt einfach nicht auf so Streams drauf, ne? Lüge, Lüge, Lüge. Bis dann vor circa 2 Wochen sich Twitch gedacht hat, hey, wir empfehlen diese Hot-Tub-Streams einfach auch ganz normalen Leuten, die nur auf Twitch gehen, um irgendwelche Gaming-Leute zu verfolgen. Ja, und dann könnt ihr euch ja denken, wie mein Alltag auf Twitch plötzlich aussah. Es wird schon angezeigt. Junge, das wurde mir aber auch schon oft vorgeschlagen, ja. Diese Hot-Up-Streams. Sind irgendwelche nackten Weiber. Es ist Wahnsinn. Aber es gibt auch so viele, die das machen. Das macht mich ja traurig. Und noch viel trauriger macht mich das, dass die Leute halt einfach so viele Subs bekommen oder Geld spenden. Und ich denke mir so, wenn du dich doch drauf aufreihen willst, dann geht auf irgendwelche kostenlose Seiten. Also, was ist los bei euch? Ich meine, die zeigen sich ja noch nicht mal komplett nackt. Wann kommen Hot-Up-Streams von dir? Ich hatte ja schon mal einen gemacht. Ja. Dabei bleibt es wahrscheinlich auch. Du Amurant? Junge, er cutte das Video aber auch stark. Real Talk, Cisco, richtig stark. Oh, scheiße, das ist gut gemacht. Und es hat mich tatsächlich am Anfang einfach erstmal wütend gemacht. Denn es werden teilweise wirklich Leute gebannt auf Twitch, weil sie aus Versehen in irgendeinem Kontext mal das N-Wort gedroppt haben. Nicht nur das. Monte wurde schon gebannt, weil der seine Unterhose, weil der nur in Unterhose gestreamt hat. Da wurde der, glaube ich, für 3 Tage gebannt. Und dann gibt's Leute, die machen halt gefühlt blank vor der Kamera. Da gibt's halt gar nichts. Da wurde sogar eine eigene Kategorie noch eingeführt. Währenddessen es Streams gibt mit 20.000 Zuschauer, wo irgendein Girl in einem Bikini... Irgendjemand hat mir bei Amurant einen Sub geschenkt. Ich bin mir gar nicht sicher, ist Amurant bei mir eigentlich Sub? Alter, das letzte Mal hatten wir doch... Irgendjemand hat doch das letzte Mal Subs rausgehauen von irgendwelchen Leuten. Was, Amurant? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Amurant ist Sub bei dir. Ich weiß nicht, ich glaube, Amurant ist Sub bei mir. Also irgendeine Hot-Up-Streamerin ist bestimmt Sub bei mir, weil es immer irgendwelche Vollidioten von euch gibt, die irgendwelche größeren Streamer einen Sub schenken, die niemals bei mir reinschauen würden, einfach nur um reinzutrollen. Es war Nocturnix, weil er eine absolute Macke hat. Kannst, Bro, du konntest auf Twitch halt einfach legit Nippel sehen. Und es scheint Twitch halt einfach wirklich nicht zu jucken. Denn in manchen Stellungnahmen sagen sie folgendes. Twitch habe verstanden, dass dieses Thema sehr viel Aufmerksamkeit in der Community hat. Sie hätten bereits ein Auge darauf. Die Richtlinien erlauben Badeanzüge und Bikinis in einem angemessenen Kontext. Und Hot Tubs fallen unter dieses Kriterium. So DJ Weed, also der Kerl hier, Head of Twitch Community Productions und so, ne? Also ziemlich großer Mann. Was jedoch nicht erlaubt ist, auf
reizender und eindeutiger Content. Twitch würde gegen solche Regelverstöße vorgehen, wenn diese gemeldet würden. Währenddessen auf Twitch. Ach, jetzt erzähl doch keinen Scheiß. Junge, ich bekomme ADHS bei dem Video, ich find's nice. Solange nicht irgendeine Streamerin ihre Pussy full on in 4K in die Cam hält und aufspreizt, damit jeder sehen kann, wird hier niemand gebannt. Oder, ach nee, warte mal, das hat ja sogar schon eine jetzt gemacht. Jetzt muss ich sappen. Ey, das ist ein richtig geiles Video bis jetzt. Junge, jetzt war Real Talk. Das macht Spaß. Das ist ein gutes Video vom 22. Ach, ui. Das ist noch vom Mai. Ja, egal, der macht bestimmt jetzt trotzdem keine scheiß Videos. Ob die wohl permanent gebannt wurde? Ach nee. Hä? Die ist ja gar nicht gebannt. Na gut, versteht mich nicht falsch. Scheiße. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber wie kann man aus Versehen seine Pussy so full on dahinhalten und spreizen? Ich meine, ich habe das Video gesehen. Also, man hat mir davon erzählt. Auf jeden Fall macht es so den Anschein, als ob Twitch es wirklich absolut null interessiert. Weil diese Channel wirklich extrem viel Geld abwerfen. Die generieren halt wirklich Unmengen an Klicks, an Subs und halt, ja, Leute, die die Werbung vor den Streams dann gucken. Aber ey, ich bin ein Mann, okay? Ich bin ein fucking Mann. Was soll ich sagen? Ich mag Titten, ich mag Ärsche. Es ist einfach so, okay? Da müssen wir nicht drüber streiten. Aber scheiß Sexist. Jetzt haben wir ihn. Geht doch bitte dafür auf eine andere Plattform. Ja, ich meine, es gibt beispielsweise Chatrebate, ja? Oder du kannst auch, glaube ich, auf Pornhub streamen. Dann mach das doch bitte einfach da. Ich bin mir sogar sicher, du hättest eine riesen Reichweite dafür, weil du da auch noch die Leute mitnimmst, die sich sowieso schon auf diesen Schmuddelseiten rumtreiben. Stattdessen wird nicht nur der Ruf von normalen Streamerinnen, die irgendwie den ganzen Tag just... Naja gut, da muss man aber sagen, auf Twitch hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, damit bekannter zu werden. Ist ja einfach so, ne? Hab gerade das vorher angesprochene Video von dieser Misbehaving und ja, hat mich nicht gewundert, warum die gebannt wurde, okay. Streams machen, absolut in nice. Den Dreck gezogen, sondern die ganze normale Community, egal ob Streamer oder Zuschauer, fängt auch an, sich langsam darüber extrem aufzuregen, weil sie eben nicht mehr wissen, Digga, warum wird das nicht gebannt? Was genau ist jetzt erlaubt und was nicht? Sexuell aufreizender und eindeutiger Content. Ich meine, schlecht aussehen tun sie ja nicht. Es sind halt wirklich sehr, sehr gut aussehende, teilweise sehr gut aussehende, junge Damen. Aber bitte nicht auf Twitch. Und da muss man einfach sagen, das finde ich schade. Und wisst ihr, warum ich das schade finde? Weil es sind jetzt wieder nur junge Damen. Warum gibt es nicht auch einfach mal so eine MILF-Kategorie bei Twitch? Warum fügen die nicht einfach mal eine Kategorie ein, wo einsteht oder so, wo da steht MILFs? So, warum das nicht? Warum werden jetzt hier nur die Jungen immer so bevorzugt? Das ist schade, ja. Das ist schade. Annie's Mom. Das gehört doch da nicht hin. Und mal abgesehen davon, gehört es sich wirklich auch nicht, dass diese Streamerinnen dann dauerhaft einen Bot im Chat haben, der irgendeinen Link spammt, der die Leute dann weiterführt zu ihrem OnlyFans-Account. Ab welchem Alter ist man eine MILF? Naja, prinzipiell ist man eine MILF, wenn man eine Mutter ist, ne? Weil das heißt ja, Mother's I like... Marmeladenoma dreht sich um, scheiße. Nee, das ist ja schon eine GILF. Du darfst es jetzt nicht verwechseln, MILF und GILF, ja. Könnte schon fast ein Ur-GILF sein. Ah gut, wir sind jetzt mal leise, wir halten jetzt mal die Fresse, was das angeht. Count number one in the world. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese ganze OnlyFans-Kacke eh noch nie so wirklich verstanden. Warum in Gottes Namen gibt irgendjemand in der heutigen Zeit noch Geld für Pornos aus? No ja, joke, du musst nur 5 Sekunden googeln und hast schon alle OnlyFans-Sachen von ihr, weil die dauerhaft geleakt werden, wenn du unbedingt sie sehen willst. Alle anderen Sachen kannst du... Oh, er hat so recht. Ey, das verstehe ich aber auch nicht. Wer von euch hat schon mal einen Sub bei OnlyFans dagelassen? Eins in den Chat. Wie sich keiner traut. Eins bei dir, ich habe keinen OnlyFans. Perfekt, Bruder, hast dich gerade geoutet. Perfekt. Toni auch. Gibt's alles auf Reddit, habe ich gehört. Ja, die meisten gehen da eh auf Reddit und feiern das. Aber ich verstehe das jetzt mal ernsthaft. Das kannst du doch aber auch nicht wirklich verstehen. Weil wenn man sich doch wenn man sich darauf aufgeilt oder so, entweder halt wirklich Reddit, wo es eh geleakt wird, oder halt irgendwelche anderen Seiten, wo du doch noch mehr siehst. Ich verstehe das nicht. Es kommt mir auch nicht in den Sinn, warum man sowas machen sollte. So, dafür einfach Geld ausgeben, das ist ja einfach unnötig. Einfach so das Geld wegwerfen.
Das check ich nicht. Du auch so kostenlos finden, wenn du nur danach googelst. Du musst kein Geld bezahlen dafür. Das ist keine Videothek wie früher, wo du für Pornos noch Geld zahlst. Ich habe dafür jetzt echt keine Worte mehr. Ich bin fertig. Ich bin so fertig mit der ganzen Scheiße. Ach so, und um das Video jetzt hier noch irgendwie halbwegs gut enden zu lassen, damit ihr schnell weiter auf YouTube irgendwelche... Er hat einfach auf 7 Minuten 30 gestreckt. Das ist ja ein ehrenloser Mensch, Kappa. Deutschen Meme-Compilations, die deine Mutter gefickt haben, gucken könnt, habe ich tatsächlich heute in meinem Livestream einen, kleinen Song zusammen mit meinem Chat geschrieben, der so ziemlich allen Twitch-Thoughts und Hot-Tub-Streamerinnen gewidmet ist und, viel Spaß damit. Boah, der ballert jetzt schon. Ja. Machst dich nach für einen Verlust in deiner Show. Zeig dein Booty, zeig die Tipps für einen Sub. Es ist ohne all dein Make-up nichts getan. Du kleine Wisch, denkst du bist fame. Deine Eltern sind ashamed. Deine Insta-Fix sind lame. Und dein Boyfriend wird geblamed. Aber stopp, das darf dein Chat nicht wissen. Sonst würdest du ganz schnell all die Donations missen. Na, du bist später live. Oh, Junge. Hat er einfach nur den Bass aufgedreht? Heftig. Das ballert richtig. Auf Twitch, volle Facecam auf die Tits. 100 Kilo Make-up-Slits. Gebe dafür 100 Bits. Fuck, sie sagt, ey, ich steck ihn rein. Ohne Condom leider nein. 1000 Euro, ich bin dein. Fuck. Du kleine Bitch, du kleine Ho. Mach dich nackt für ein Verlust in deiner Show. Zeig dein Booty, zeig die Tits für einen Sub. Hättest du ohne all dein Make-up nichts geparkt. Du kleine Bitch, du kleine Ho. Junge, das ist geisteskrank. Das ist der Typ ist wirklich geisteskrank. Cisco, Mann. Er macht aber kaum Videos, ne? Real Talk über Einnahmen und Ausbildung verloren. Ach ja, gut, komm, jetzt könntest du mal in die Playlist rein. Ich finde, er ist sehr sympathisch, wirklich. Kommt mir sehr sympathisch vor.